Okay, hi. Gleich geht's los und natürlich wieder weg. Hey. Ne? Irgendwie kam der Stream nicht an. Kann das sein? Also, er ist zwar online, aber man sieht ihn nicht. Ist das irgendwie normal? Hm. Ich meine, der Stream läuft jetzt schon 3 Minuten. Es sind 3 Zuschauer da. Naja. Hier mal irgendwas runterstellen, weil beim Stream ist das alles immer ein bisschen weird. Musik ein bisschen zu laut. Also, ja, stimmt, weil ihr jetzt gerade in der Pause. Moment mal. So. Jo, Noah, wie geht's? Mir geht's auch super, Leute. Alles crazy heute. Oh, ich habe irgendwas in meiner Zunge. Hilfe. Hi, hi, hi. Na gut. Heute werde ich mal ein bisschen in meine Neißigkeit von Dings reingehen, von meinem Resource Pack. Und schauen, was hier alles so drin ist an Sounds, die ich vergessen habe. Und ja, genau. Das ist sozusagen jetzt die ich heute verfolgen werde. Musik ein bisschen leiser. Habe ich doch, oder? Gut. Das ist echt komisch, 6 Zuschauer, das ist irgendwie weird. Naja, ich hoffe mal, dass das einfach... Oh, nee. Notice me. Du bist genotice, herzlichen Glückwunsch. Kurz gucken, jetzt hatte ich nämlich hier Random Sounds noch drin oder sowas. Irgendwas in die Richtung hatte ich doch noch. Hier Ambient, oder? Ist das hier... Ganz kurz ausschauen. Also ich muss jetzt natürlich hier meine Hintergrundmusik von meinem Stuff hier ausmachen. Genau, ich hatte nämlich noch Ambient Sounds, habe ich komplett vergessen. Und die würde ich auch gerne noch einbauen in ein paar Stellen von der Map. Das heißt, das fehlt auf jeden Fall noch. Und dann möchte ich sozusagen so ein bisschen... Ja, möchte ich hier sozusagen so ein paar Playlists oder sowas machen eventuell. Warum eigentlich der 1. März das Release? Weil, keine Ahnung, warum nicht? So, gut, dann würde ich sagen... Ich mache hier erstmal so eine kleine neue Line hin. Ich habe ja BG1, ich habe hier Play Sound, BG1,
Master, beziehungsweise ich will es jetzt über Noteblock machen. Gibt es das überhaupt? Block, Hostel, Master, Music, Neutral Player, Record, Voice, Weather, Ambient. Ist es dann Record? Warte mal. Kurz was ausprobieren. Und zwar, ob das dann... So, warte, Moment. Wenn ich jetzt nämlich hier... Musik... Record ist ja dann normalerweise das hier, oder? Musikblöcke. Record, oder? Weather, Ambient, nee. Das wäre dann logischerweise Record. Oder Mute, nee, Record. Heißt, wenn ich das hier dann... Wenn ich das dann hier runterstellen würde, müsste es eigentlich ausgehen. Das ist weird. Das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass es hier auf 100 ist. Jetzt macht er natürlich nichts mehr. Das ist echt ein bisschen komisch. Ich muss mal ganz kurz hier die Soundstatelle wieder anstellen und dann... Wenn ich jetzt lauter mache... Juckt anscheinend das Ding wenig. So, was ist mit Musikloop? Genau, das mache ich jetzt quasi. Ich mache jetzt sozusagen den Musikloop, dass wenn ich einmal eine Background-Musik starte, dass die dann durchgehend weiterläuft. Das ist sozusagen die Idee. Ich hatte hier schon, habe ich schon ein neues Scoreboard erstellt? Nee, genau, Scoreboard Objectives Add, BG und dann, ich wollte erstmal Stat Time Since Death machen, allerdings will ich nicht, dass wenn man stirbt, dass dann irgendwie das interferiert, deswegen nenne ich einfach Dummy. So, okay, und dann sage ich hier, dass als allererstes erstmal immer der BG-Sound geaddet wird. Scored Players, Added A, Score, Add A, BG1. So, okay. Score, das ist Sidebar, BG. So. Das Ding ist allerdings vielleicht gar nicht mal, ich spawn einfach einen Armor Stand und nenne den so. Ja, ist besser, weil dann hat man das Spiel unabhängig. Und ich nenne ihn einfach Background Music oder einfach Music. Music Stand. So. Und dann mache ich einfach hier Score Players Add and E Type ist gleich Armor Stand. Name ist gleich Music Stand. So. Genau. Ich mache währenddessen immer ein bisschen Musik wieder im Hintergrund an für uns. So. Music Stand BG1. Richtig. Genau. Und Score Players Reset. Add A, BG. So. Gut, das heißt also, wir haben jetzt sozusagen hier unser Standardding. Ich müsste jetzt normalerweise mal schauen, okay, wie lang ist die Musik? Allerdings könnte ich natürlich auch einfach... Ist das mal X Musik für die Map? Ja, genau, das heißt mal X macht die Musik für die Map. Er ist auch da. Er ist nicht die Musik, aber er macht sie tatsächlich. So, genau, außerdem wollte ich hier vielleicht nochmal das im LAN öffnen. So, weil... dann läuft es weiter, wenn ich escape und das ist ziemlich wichtig jetzt. Das ist gut, wenn es ein Server ist. Genau, okay, und jetzt schaue ich sozusagen einfach, wie lang die Musik ist. Ich gehe jetzt zum Beispiel hier in BG1 rein. So, ui, hallo. So, und BG1 ist exakt eine Minute lang. Exakt. So, das sind 60 Sekunden. 60 mal 20 sind dann 1200? Ja, oder? Ja, 1200. Das heißt also 1200 Ticks. Das heißt, ich mache nochmal so extra so 500 oder 100 Ticks dazu, machen wir 1300 draus und sage ich einfach Play Sound at A. Ich könnte ja einfach dem Spieler, der den Score von BG1 hat, den dann abspielen lassen sozusagen. Das ist natürlich auch, weiß ich nicht so genau gerade. So, ich könnte natürlich, je nachdem, welchen Tag ich oder welchen Score ich habe, anders spielen. Ich glaube, ich mache es einfach, dass man selber dem Spieler die Musik edit und er kriegt dann sozusagen die Musik. Das heißt also, Scoreboard Players, Play Sound,
Add A, Score BG ist gleich 1, Score BG min. Ups. Min ist gleich 1. So, und das machen wir halt von dem Armor-Stand aus. Also execute at e type Armor-Stand. Name ist gleich. Muss ich das. Das ist ein bisschen doof mit dem Armor-Stand eigentlich fast schon. Doch, eigentlich, das macht Sinn. Also execute at e type ist gleich Armor-Stand. Name ist gleich Music-Stand. So. Play-Sound at a. Ah ne, da braucht er natürlich noch einen Score. Score BG gleich 1. Score BG minus gleich 1. So. Play Sound at A. Genau. Und da machen wir dann hier eine 1000, eine Wobbledy, 1000 hin und zack, fertig. Fertig. Das ist sozusagen jetzt die Geschichte. Also wenn wir quasi einen Score BG 1 haben, dann bekommen wir die 1 Musik sozusagen. Okay, cool. Dann sorgen wir dafür, dass alle Leute, executed A, score, BG 1, BG ist gleich 1, score, BG min ist gleich 1. Kam das irgendwie nicht an oder warum habe ich irgendwie nur 36 Zuschauer? Oder interessiert es einfach keinen? Gerade ein bisschen weird, egal. Vielleicht ist auch gerade jeder irgendwie weg. Aber 37 ist halt echt ein bisschen wenig, also im Vergleich zu sonst. Komisch. Bist du eigentlich Kirby-Fan, weil in deiner Playlist, die du einfach random zusammengestellt hast, Kirby-Musik läuft? Nee. So, hört bitte auf, irgendwie alles, was ich mache, immer so weiterzudeuten. Manchmal hat das einfach überhaupt keinen Hintergedanken. So, genau. Und dann mache ich hier einfach. Soll ich gesagt, 1300 will ich draus machen, ne? Gut, dann. Achso. Man hört nichts, oder? Oh! Ja, ne? Play Sound und der Sound, ne? Genau. BG1, Master. Und dann das hier hinten hin. Das hat sich auch geändert, das war früher mal andersrum, ne? Ja, ja. So, okay. Scoreboard Players Set. Add E-Type ist gleich Armor Stand. Name ist gleich Music Stand. BG auf 0. Hups. Ich bin müde. Hört man die Musik? Dich meine ich eigentlich nicht, Radio. Dich will ich gar nicht hören. Ha! Executed E-Type. Warum ist das? Gleich Music Stand. Score BG 1. Score BG min gleich 1. Play Sound BG 1. Play Sound BG 1. Master at A. Score BG 1. Blablabla. Das ist ja richtig bei uns. Das muss eigentlich gehen, oder? Das mache ich gerade was falsch? Ganz kurz mal. Ja, muss eigentlich hin. Gut, dann.
Oh ja, stimmt. Hoch, sorry. Ups. Liegt wahrscheinlich, warte, Moment mal. Ich habe hier unten auf N. Habe ich hier vielleicht irgendwo nochmal. Nee. Eigentlich habe ich nur auf dem Mauspad, also nur auf dem Dings eine 1 drauf. Also auf dem Zahlen. Wie heißt denn das? Nummernblock. Auf dem Nummernblock 1 kann ich meinen Dings muten und auf dem. Mein Desktop-Sound auf der 2. Das habe ich mir extra gemacht. Ich habe sozusagen auf meinem Nummernblock habe ich die 7 und die 8. Ich mache mal ein bisschen leiser hier. Ich habe die 7 und die 8 zum Beispiel für Teamspeak, die 4 und die 5 für Discord, die 1 und die 2 für Livestreaming und die 9 ist für Recording. So, jetzt ist zu Ende. Das war kurz vor 200. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, wo keine Musik mehr kommt. Und dann fängt sie noch von vorne an. Ja. Das ist cool. Perfekt. Jetzt machen wir genau das für die zweite. Und dann muss ich einfach mal schauen, wie lang die Musik ist. Ein bisschen länger, glaube ich. Genau, die geht nämlich 2 Minuten 30, müssen wir ein bisschen mehr rechnen. Müssen wir einfach das 2,5-fache von 12.000 nehmen, das sind dann 32.000? 24 plus, ja, nee, 30, oder? Und 12.000, 24, nochmal 6.000 dazu, 30, jawohl. Dann machen wir 30.100. Wir machen das Ganze für BG, ich bin voll gut im Kopf rechnen, Leute, wow. Warte, was soll ich jetzt? 30.100, ne? Genau. 30.100. Wenn wir im Score BG2 sind. Das ist für die zweite Background-Musik. Übrigens, sehr schön, dass die Musik so lang ist. Fällt mir viel besser als die erste, die nur eine Minute lang ist. So. Und dann müssen wir noch schauen, dass wir irgendwo noch solche random Sound-Events mitten in der Map haben. Ich weiß nicht, ob ich das live mache, weil das ja dann in der Map drin ist und das spoilert euch dann wahrscheinlich. Ich meine, ganz ehrlich, der Teil von der Map ist eh nicht so ein Riesengeheimnis. Und ich hype den jetzt auch nicht wirklich. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Map ist sozusagen nur so ein Mittel zum Zweck. Der erste Teil ist nicht wirklich... Wie soll ich das sagen? Nicht wirklich gut? Also, ich würde es jetzt nicht zu sehr downplayen, damit ihr... Also, es ist halt wirklich nichts Besonderes, dieser Teil, also dieser Teil von der Map. Ich meine, klar, wir haben Voice Acting, wir haben Musik, wir haben Sounds, Models, Texturen, Story und so weiter. Wir haben aber keine spaßigen Gameplay-Elemente, würde ich jetzt fast sagen. Also... Willst du eigentlich Paint Sandbox Beta für die Sandbox? Es wird auf jeden Fall. Ich meine, sobald ihr die Map habt, könnt ihr daraus eh eine Sandbox packen. Dann macht ihr einfach die Map weg und habt dann eure Sandbox. Ich weiß noch nicht, ob ich es tatsächlich, wie soll ich das sagen, so krass vereinfachen möchte, dass es jeder spielen kann. Denn eigentlich ist es ja so, die Leute, die sich jetzt sozusagen die Sandbox holen, die sind meistens eh schon gute Mapmaker. Und die könnten, also ich nehme es einfach mal an, die wissen eigentlich dann schon, wie es funktioniert. Wisst ihr, was ich meine? Also die haben eh schon voll den Durchblick vom Mapmaking. Und da weiß ich nicht, ob es sich lohnt, das so kinderleicht dann quasi wie bei der halt Run-Sandbox zu machen. Des Weiteren ist es schon wirklich relativ simpel. Ich meine, ich habe hier diesen Prismillion-Crystal, den kann man droppen und dann hat man sozusagen fast alles, was man braucht. Außer, was ich nicht habe, sind Cubes. Die Cubes müsste man sowieso immer per Common spawnen. Und ansonsten, die Dinger hier funktionieren ja auch alle automatisch. Sofern man vorher schon irgendwie einen Score hatte. Genau, hier. Super, wow. Ich glaube, die funktionieren aber auch gar nicht, ne? Doch. Oh, ich habe sie sogar angeschaltet. Aber die braucht man auf jeden Fall nicht in der Map. Es wird diese Kanonen zum Beispiel gar nicht im ersten Teil geben. Und das ist, obwohl sie schon drin ist. Das macht mich sehr traurig. Aber ich musste es aufteilen, weil sonst werde ich nie fertig. Ich wollte jetzt einfach einen Teil von meinem Abi fertig haben, damit ich sozusagen Pause machen kann. Und danach im Abi weitermachen kann, damit ich das halt so teile, weil ich hätte jetzt keinen Bock gehabt, dann hätte ich sozusagen die ganze Zeit den Stress vorm Abi gehabt und hätte mir gedacht, Alter, ich will das jetzt schon irgendwann fertig bekommen und ja, das ist ein Proof of Concept. Das ist eine gute Sache, genau, das ist sozusagen der erste Teil, ist sozusagen ein Riesentutorial. Es ist nichts Besonderes und man sollte es auch nicht so krass hypen. Der richtige Spaß wird wirklich erst im zweiten und dritten Teil passieren und das Coole ist, also normalerweise, das sind jetzt insgesamt drei Teile gewesen. Also Paint, seht ihr hier nur noch der erste Teil, der Rest ist ja gelöscht, beziehungsweise auf einer anderen Map. Und die anderen zwei Teile wären sozusagen 2 und 3 dann. Aber ich habe jetzt die Freiheit, dadurch, dass ich jetzt nicht alles in eine Map klatschen muss, dass ich sagen kann, okay, ich könnte jetzt sozusagen noch extra Teile dazwischen reinpacken. Das heißt, ich habe den Teil mit der Farbkanone und den Cubes, das kommt ja sozusagen, das wäre ja dann der zweite Teil gewesen. Aber ich habe jetzt zusätzlich, und das ist ziemlich cool, noch die Möglichkeit, mehr mit diesen Dingern hier zu arbeiten, die es ja nur in einem oder zwei Räumen gab, oder ich glaube sogar nur in einem. Ja.
im Tutorial sozusagen. Ich habe die Möglichkeit, bunte Würfel, die ich ja sowieso schon gecodet habe. Guck mal, das ist eine ganz lange, das, dieses Riesen, dieser Riesenturm hier, der deserved auf jeden Fall nochmal einen eigenen Teil von Paint. Deswegen wird es darüber auch noch einen Teil geben. Da gibt es noch einen Teil mit Prismen, beziehungsweise bunten Lasern und Spiegeln. Das heißt also quasi Laser rumfärben und spiegeln. Will ich unbedingt machen. Super coole Sache. Genau. Deswegen, ja. Was willst du noch spoilern? Wurde nicht irgendwann schon alles gespoilert? Richtig, deswegen meine ich ja. Das heißt, bei dem Teil hier habe ich eigentlich nicht so wirklich die Bedenken, was zu spoilern. Allerdings hat sich tatsächlich viel getan. Das ist also, die ganzen Rätsel sind nochmal bearbeitet. Die Räume sind anders zu lösen, wie sie vorher gewesen sind. Lichtverhältnisse sind auch komplett anders, weil man jetzt auch mit Shader spielen kann. Das kann ich jetzt nicht wirklich im Livestream machen, weil es mir zu viel Leistung zieht. Aber das geht auch. Das heißt, hier ist sozusagen jetzt alles mit dem Licht angepasst, dass man alles auch mit Shadern spielen kann. Es gibt kein Night Vision mehr. Das heißt, der letzte Stream war irgendwie ein bisschen sinnlos, weil ich festgestellt habe, dass es so viel mehr Atmosphäre quasi gibt, wenn man halt ein bisschen Schatten und sowas hat. Das ist einfach schöner. Das hier wollte ich übrigens nochmal wegmachen. Das hatte ich nur für einen Teil, den ich in einem Video gebraucht habe, gemacht. Für den sehr, sehr billigen Trailer, den ich gemacht habe für die Map. Ich habe, wie gesagt, überhaupt keine Zeit. Der Trailer ist auch nicht wirklich besonders. Er ist einfach nur ganz cool. Aber auch nichts. Also wirklich, die Map ist nicht so krass besonders. Ich bin damit zufrieden, aber es ist nicht meine beste Leistung. Und deswegen, ich will die Map einfach nur machen, dass man ein bisschen Bock auf mehr bekommt. Und ja. Aber in alles in allem bin ich trotzdem sehr zufrieden mit der Karte. Also man kann auf jeden Fall aus den Standard-Sachen, die ich da jetzt sozusagen gezeigt habe, aus den Sachen, könnte man noch mehr rausholen, wird sich aber ein bisschen hinziehen. Das heißt, die neuen Sachen kommen quasi dann erst. So, okay, gut, wir haben jetzt die ganze Zeit die Musik im Hintergrund. Ich setze mal mich auf BG2. So, und setze das hier wieder auf 0. Achso, warte mal, Stop Sound. Hä? Ah, sorry. Genau, jetzt kommt die ganze Zeit die zweite Background-Musik. Genau, und jetzt gucke ich mal, wie lang die dritte ist. Kurz in der Datei schauen. Die ist 3 Minuten 30, sag mal, wird immer länger. 3 Minuten 25 und was haben wir noch? Und dann fast nochmal 3 Minuten. Heißt, hier haben wir 3,30. Was hatten wir eben gerade? 2,30, ne? Genau. Das heißt, das ist exakt 1 Minute länger. Sondern nochmal exakt 12.000 Ticks mehr. Gut. Dann machen wir hier nochmal 12.000 Ticks drauf. Das ist ja riesig lang. Also die Melodie war, die ist mir wirklich auch gefallen. Die ist wirklich ewig. Die ist wirklich ewig. Die ist aber auch voll in Ordnung. So, genau, dann müssen wir jetzt hier schauen. Hier, BG Min gleich 3. So, und dann können wir noch schauen, ob wir irgendwie was mit dem, mit den Ambient Sounds machen, ob ich die sozusagen festmache oder ob ich, ob ich irgendwie noch sowas Randommäßiges mache. Ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt. Oder ob ich nur in bestimmten Räumen etwas Randommäßiges mache. Würde fast schon Sinn machen, weil, also ich könnte sozusagen so eine Art Tags machen. Ich könnte so einen Tag machen von wegen, hat Licht oder sowas, beziehungsweise hat Fenster drüber, dann könnte man irgendwie so ein Fensterknacken machen oder sowas. Allerdings könnte ich jetzt nicht irgendwelche Vögel oder sowas nehmen. Doch, die könnten halt draußen rumfliegen, ne? Also, Size mal X, ne? Wenn du nochmal Bock hast, kannst du mir gerne nochmal ein paar Vogel... Ich rede jetzt von solchen Vogelsounds, die eventuell, wo Vögel sozusagen losfliegen, so ein paar. Oder wo dann halt ein paar Leute, so ein paar, keine Ahnung, Sachen halt rumkrähen oder sowas. Das wäre ganz cool. Und was man noch haben könnte... Ich glaube, ansonsten haben wir eigentlich alle. Wir haben ja... Warte mal, ich kann mal ganz kurz... Haben wir das hier zum Beispiel noch? Das könnte man auf jeden Fall auch noch einbauen irgendwo. Und dann haben wir... Und dann muss ich noch schauen, dass die... Ach genau, jetzt gucken, wie lang ist das? Das sind so viele, Alter, das sind viel zu viele Ticks, ne? Als ob das so lange geht. 30.000, das kann mir doch kein Mensch erzählen, dass die Musik so lange dauert. Nee, wir sind jetzt, warte mal, doch, ja, bei dem. Das sind dann zwei. Ich frag mich jetzt so, boah, müssen wir voll lang warten. Egal. So, nächste... Habe ich mich verrechnet? Weil die Musik ist schon zu Ende. Oh lol. Ich glaube, ich habe eine Null zu viel gemacht, kann es sein? Ja.
Wie blöd ich bin. Die Musik könnte man nicht für Terraria verwenden. Ja, stimmt. Mal 3000 ungefähr machen. Das heißt, das war jetzt BG2. BG2 war jetzt 2 Minuten hat. Ich brauche mal einen Taschenrechner. Also, wir haben. Background Music 2 sind 2 Minuten 30. Das heißt, es sind 2,5 Minuten, 1 Minute 60 Sekunden. Das heißt, es sind 150. Ne? Ja, 150 Sekunden mal 20 Ticks. Sind 3000, richtig. Gut. Okay. Da will ich natürlich noch ein bisschen Raum lassen, deswegen packe ich noch 50 Ticks dazu. Und dann dürfte das Good to Go sein. Perfekt. Gut, nächstes. Nächste Musik ist 3 Minuten 30. Das heißt, es sind insgesamt. Lass mich nicht lügen, 310? 210? Wir haben 60, 120, 180. 210, ja, genau. Also 210 Sekunden mal 20. Nicht durch 20, ach Mann. 210 mal 20 sind 4200, nicht 42.000. Oh Gott. So, dann mache ich einfach 4250 rein. So. Genau, jetzt müsste es doch gleich aufhören, oder? Können wir lauter machen, oder? Die Musik ein bisschen besser. Denn darum geht's ja heute. Die Musik zieht sich voll, ey. Mann! Die wiederholt sich auch sehr, sehr krass. Der Stream ist gar nicht in der Abo-Box. Stimmt! Vielleicht kann ich auch gleich nochmal wieder den Stream planen oder sowas, den nächsten. Oder irgendwas, dass wir das gleich nochmal um 20 Uhr weitermachen. So, Achtung. So, jetzt ist der Stream jetzt ist die Musik vorbei. Ja, bei 3000 mal weitermachen. So, peng, cool, aber Scorer Players Set at P Background auf 3 und außerdem Scorer Players Stop Sound at P und go. Huch. Nee, ups, da ist was falsch gelaufen. Und nochmal das ganze Stop Sound. Stream ist nicht in meiner Abo-Box. Korrekt. Also die Musik ist wirklich gut. Also die hat den Stil der Map eigentlich perfekt getroffen. Kann man eigentlich nichts anderes dazu sagen. Ich finde es wirklich, also das ist eine sehr, sehr gute Musik geworden. Ich will jetzt ja auch nicht rumschleimen, aber die ist echt saugut. So. Genau, und das dürfte jetzt, was habe ich gesagt, 4200, genau. Okay, nächste Musik wäre dann 3,30 lang, ungefähr, eigentlich nur weniger, 3,25. Das heißt, wir haben 3 mal 780, dann die Hälfte davon, warte mal, wir haben hier 3,30 und dann haben wir 3,25, ja gut, dann ziehen wir einfach 100 Ticks ab, 5 Sekunden. Und dann ist das auch easy. Das heißt, das machen wir hier, zack. So, dann machen wir das hier mit 4. Okay. So, ist natürlich ein bisschen komplizierter für mich jetzt währenddessen noch die ganze Zeit zu reden. Ich mache mal Folgendes. Ich lege mir mal mein Handy hier mit dem Live-Chat. Warte mal, brauche ich hier mal ganz kurz eine Box oder sowas, die ich mir da hinstellen kann. So. Kann ich das überhaupt sehen? Wie ist denn das? Weil das Ding ist, ich weiß gar nicht, wie kann ich denn jetzt zum Beispiel meinen Livestream sehen? Funktioniert das überhaupt? Ich glaube nicht. Hier ist nur das Download-Video für Paint, das kommt ja dann am 1. Aber, nee, ich kann jetzt zum Beispiel nicht schauen. Da müsste ich wahrscheinlich jetzt selber nach Halbzwilling suchen. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Das Ding ist, seinen eigenen Livestream zu suchen, doch hier, so live.
Da! Cool. So. Perfekt. Ach, guck mal. Derzeit 51 Zuschauer. So, weil ich will ja natürlich auch mit euch reden können. Deswegen packen wir den Chat mal hier unten hin. So. Mach doch einen Chain-Command, damit du nicht immer Stop-Sort machen musst. Ja, ja, klar, logisch. Warte, das ist eine sehr gute Idee. Wollte ich sowieso machen. Allerdings, Moment, Chain draus. Ups. So weird auf Deutsch zu stellen, aber ich habe es einfach mal gemacht, weil ich gucken wollte, wie das dann ist mit der deutschen Sprache, wenn man die umstellt. So, Stop-Sound da, ne? So, ups. So, hier habe ich natürlich jetzt wieder nicht gespeichert, ne? Ja, toll. Sehr schön gemacht, Noah. Du bist sehr schlau mal wieder. Sehr. Genau, und dann mache ich sozusagen all das, was ich jetzt quasi hier mit dem Knopf da immer drücke, sozusagen beim Levelwechsel, wo ich es normalerweise hatte. Also quasi, dass dann das Dings resettet wird, dass die Musik gestoppt wird. Und vor allem, dass ich dann über den Musikslider laufen lasse, was auch ziemlich sehr cool ist. Ach genau, ich habe hier nämlich auch überall Master noch stehen, was ziemlich dumm ist. Ich wollte die Musik eigentlich dann über den Dings laufen. Ist echt scheißegal eigentlich. Das Ding ist, wenn man auf so einer hohen Lautstärke spielt wie ich, also auf 100, dann juckt es den Slider nicht mehr. Aber ich muss es auf der Lautstärke machen, weil sonst die Musik directional ist. Also sonst kommt die von irgendeinem Punkt her. Und wenn ich davon weglaufe, wird die Musik leiser. Das heißt, ich muss die Sound extrem laut stellen. Aber das ist halt richtig dumm. Also das ist so eine Sache, die ich nicht ganz verstehen kann, warum die das so machen. Warum man das nicht irgendwie so einstellen kann, dass man die Musik überall hört. Das ist ein bisschen... Ich meine, klar, man hat irgendwie dieses Minimum-Sound oder sowas hier. Minimale Lautstärke. Aber das kann man maximal auf 1 stellen, oder? Wie ist das? Wenn ich jetzt zum Beispiel... Wenn ich das jetzt hier so mache, ne? Machen wir hier einfach mal, Play-Sound. Ups. Hey. Add A, machen wir hier so einen Blip-Sound. Ich glaube, ich habe es Blip genannt. Und natürlich auch noch Add A. So, wenn ich das jetzt auf... Kann ich jetzt hier höher machen oder sowas? Genau, es geht nur um 1. Das verstehe ich nicht. So, wenn ich das jetzt auf 1 packe... So, ist immer noch dieselbe Lautstärke. So, wenn ich das jetzt aber mal 100 Blöcke wegmache... Moment mal. Nicht euer Scheiß Ernst. Okay, wenn ich jetzt auf Blip habe und ich beispielsweise habe das jetzt nicht auf Master, sondern auf Record, ne? So, okay, und jetzt kann ich sozusagen Record ganz leise machen. Oh mein Gott! Guck da! Irgendwann juckt es einfach nicht mehr. Weil hier nämlich noch die Reichweite eingestellt wird. In der es trotzdem noch genauso laut ist. Aha. So, so. Da haben wir den Fehler gefunden. Das ist doch mal eine ziemlich gute Sache eigentlich. Dann können wir nämlich die Musik jetzt über den Record-Dings laufen lassen, was ziemlich gut ist. Ich frage mich nur gerade, Record ist doch... Ist doch das hier normalerweise, oder? Hier steht Musikblöcke, aber Record war für mich dann immer eigentlich so eine Schallplatte. Oder ist das jetzt im selben Regler höchstwahrscheinlich? Gut, dann machen wir das jetzt ab sofort nicht mehr mit einer 1000, sondern tatsächlich einfach nur mit einer 1. Das ist ja sehr schön, dass das jetzt funktioniert. Weil das war tatsächlich eine Zeit lang wirklich, es wurde ja auch, während ich die Map gebaut habe, war es ja noch in 1.9. Und da wurden massive Änderungen an Playsound gemacht. Da wurde ja zwischendrin erst in den Snapshots der Stop-Sound-Command und sowas hinzugefügt. Und ist interessant, dass das so funktioniert auf einmal. Das ist, weil logischerweise ist das ja natürlich die Reichweite. Und wenn ich dann natürlich 1000 Blöcke davon weg bin, ist immer noch auf voller Lautstärke. Aber dass es dann einfach die Lautstärke ignoriert, den Lautstärke-Regler ignoriert, wenn man in dem Radius drin ist, das ist interessant. Das heißt also quasi, wenn ich direkt drin stehen würde, dann würde es extrem laut sein, aber erst wenn ich wieder weggehe. Das heißt, ich müsste sozusagen hier irgendwie die Musik umstellen, sodass ich sie auf jeden Fall nicht direkt extrem laut höre, sondern ich müsste dann von mir wegspielen. Lass mich gleich nochmal ausprobieren. Weil ansonsten wäre das natürlich... Ne, Quatsch, das ist ja 1. Ich weiß es nicht, wenn ich direkt...
Mach ich gerade ganz genau, nochmal mit dem Blip-Sound. Also ich habe ja hier den Blip-Sound, ne? Das ist jetzt so, ich mach's mal leise. So, ist natürlich jetzt, aber wenn ich jetzt in mir drin habe, dass der Radius von 1 ist, dann immer noch laut. Das ist jetzt die Frage. Nee, hä? Dann verstehe ich nicht genau, wofür die Lautstärke da ist. Aber egal. Ist egal, denn das macht nochmal alles tausendmal besser. Ich dachte wirklich, dass das komplett verbuggt ist und dass es irgendwie ein Fehler ist im System, aber dann war es einfach mein Fehler, weil ich mich einfach nicht informiert habe, sondern einfach Learning by Doing gemacht habe, als die Features reingekommen sind und mir gedacht habe, hör, das ist jetzt so. Gott sei Dank habe ich kein Tutorial darüber gemacht und ganz viele Leute denen falsch erklärt, was ich hier gemacht habe. Guck mal, ich habe jetzt hier ein richtiges Phänomen erlebt meiner Dümmlichkeit und habe tatsächlich ganz, ganz viele neue Dinge gelernt. Eigentlich nur eine neue Dinge. Aber hey, cool. Ach so, du meinst, ob man die Musik hier... Du willst die Musik hier benutzen, oder was? Hä? Moment mal. Dass man die Musik jetzt einfach mit der Map runterladen kann und sie einfach so bekommt. Ach so, also, ich habe bis jetzt keinen Anspruch an die Copyright für diese Musik jetzt, gehabt. Genauso wenig wie demjenigen, der sie eigentlich gehört und das war jetzt mal nix. Und ich habe ihn auch gefragt, zum Beispiel, habe ich ihn ja gefragt, ob wir die irgendwie vertreiben wollen oder sowas. Eventuell, das Ding ist ja, er ist ja selber noch minderjährig, wenn ich das jetzt mal rausplaudern darf hier als krasse Information. Und deswegen darf er natürlich auch noch kein PayPal oder sowas haben. Rein theoretisch könnten wir das machen, aber dann müsste ich das vertreiben und das wäre ein bisschen weird, wenn ich dann die Musik von ihm sozusagen verkaufe. Also man könnte sozusagen, klar, ihr könnt es generell immer downloaden, steht alles in der Map drin, alles im Resource Pack, könnt ihr benutzen, wie ihr Bock habt, aber wenn ihr es unterstützen wollt, könnt ihr es gerne machen. Und dann würde ich es sozusagen weiterleiten. Das Ding ist, dann kommen dann aber auch wieder sowas wie, so Sachen wie, keine Ahnung, diese böse Steuer und außerdem noch diese Transaktionszahlungen und da kommt nicht mehr so viel an. Ich weiß, das ist, eventuell könnt ihr einfach mal zu SalesmanX hingehen und ihm sagen, hey, du machst richtig tolle Musik und gibst ihm einfach Geld. Aber die Musik zu verkaufen, ich weiß nicht, das ist jetzt auch kein, wie soll ich das sagen, ne, so professionell sind wir nicht, dass wir jetzt sagen, yo, ne? Okay, cool, ich hoffe, das macht Sinn. Also wir haben zumindest keine Pläne gehabt, irgendwas von der Musik hier zu verkaufen. Was wir auf jeden Fall machen können, ist die nochmal als Wave-Datei, irgendwie als eine ZIP-Datei sozusagen. Oder vielleicht packen wir es auf... Muss man bei Spotify was bezahlen, wenn man die draufstellt? Ja, ne? Oder braucht man da irgendwas? Das wäre ziemlich cool, aber auf Soundcloud können wir sie sowieso hochladen. Hat er glaube ich sogar schon. Da haben wir auf jeden Fall irgendwie was. Also das ist auf jeden Fall sehr cool. Eventuell packen wir es auf Spotify, wenn das geht. Ich habe leider keine Ahnung. Da muss ich mich nochmal kurz schließen. Aber wäre auf jeden Fall eine super Idee. Also Spotify hätte ich auch Bock, weil ich sie dann mir selber mal gönnen würde beim Mapmaken einfach, weil das eine sehr entspannte Musik ist. Nicht jede passt dazu, aber die zum Beispiel ist eigentlich ganz schön so happy, uplifting und technikmäßig. Und das ist cool. So, okay. Perfekt. So, das spielen wir jetzt da ab. Und jetzt muss ich gucken, wie lang ist die Musik 5. 3 Minuten. Minus 10 Ticks. Also 3 Minuten sind, wie gesagt, das sind 180, ne? Warte. 6, 12, 18? Genau. Sind... Fuck, jetzt habe ich... sind 180 Sekunden mal 20. Eine Sekunde. So. 180. Mal 20. Hallo Noah. Hey! Wann kommt Paint raus? Am Mittwoch. 3600, genau. Das heißt also 3600. Dann noch ein bisschen weniger eigentlich, aber das rechnen wir einfach direkt wieder drauf. Weil sozusagen Delay, bis die Musik wieder anfängt. Dann ist alles cool. Okay. Und hier war der Score jetzt auf 5, ne? Das war die 5. Musik hier. Oder war es das? Nein, war es nicht, weil das hier der 4. ist. Ich dabei rauskopiert hätten müsste. So, gut, Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht. Super Sache. Also Musik 5 ist jetzt sozusagen wieder viel kürzer. Also habe ich das richtig verstanden? Das war 3 Minuten. 3,25, das sind jetzt aber nur 3, ja doch, das macht alles Sinn. Okay, cool. Background 5, genau, richtig. Okay, nächstes. Das heißt, wir haben noch eine Background-Musik und das war die 6. und die ist auch ziemlich cool. Warte, ich mal ganz kurz die hier leise machen. Warte mal. Stop Sound. Mit A.
Die ist exakt so lang. Gut. Was ich mir noch überlegt hätte, wäre noch so ein Song. Sowas wie Still Alive. Sowas wie I'll Carry On oder sowas, weil sie heißt ja Carrie. Das wäre auch witzig. Allerdings, ich habe noch nie einen Text geschrieben für Musik. Heißt, das ist auf jeden Fall etwas, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe. Wäre aber super lustig. Keine Ahnung. So. Die Musik ist voll komisch. Die Musik finde ich allerdings voll geil, weil die hört sich, die hat mich ohne Scheiß direkt an irgendwie so eine, an so eine Yoshi Island Musik erinnert, aber so ein bisschen düsterer als Yoshi Island, also so quasi so Untergrund Yoshi Island. Also wenn man quasi bei Yoshi Island in eine Höhle gefallen wäre, das wäre die Musik. Das hat mich richtig, das finde ich ziemlich cool. Also ich mache mal hier Scoreboard Players Set at P BG auf 6. So, und dann machen wir hier mal Knöpke. Passiert nichts. Doch, funktioniert. Cool. Supi. Das heißt, das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wir gucken da, wo ich die Musik angefangen habe. Und da machen wir dann jetzt stattdessen diesen Schrott hier hin. Also quasi Stop Sound at A. Nee, Stop Sound at A. Record. Ne? Dann dieses Radio. Hilfe. Tschüss. Tschüss, Radio. Okay. Da hat er noch 25.000 Abos. Schlimmer als gewisse Abonnenten-Special-Videos kann es nicht werden. Ich werde gern. Leute, ich hab's echt voll. Ich hab's sogar. Wo ist denn das eigentlich? Das ziehe ich auf jeden Fall immer auf Karneval an. Letztes Mal auch schon. Habe ich so ein Shirt, wo ich sozusagen. Also so ein Oberkörper-Freishirt, wo ich zwar ein Shirt anhabe, aber wo dann so ein heißer Sixpack drauf ist und sowas, hatte ich sogar schon dabei, habe ich gekauft, extra für das Video. Dann hat sich das aber nie ergeben, hat mir wieder Klausurenphase und dann konnte mein einer Typ, der das aufnehmen sollte, konnte dann nicht. Und dann, das war alles so ein bisschen messy und wir wollten extra mit einer Steadicam dann wirklich so eine Straße lang laufen und so, und wir wollten es richtig cool machen. Aber es war einfach viel zu kalt, um irgendwie draußen rumzulaufen. Außerdem war das Wetter die ganze Zeit scheiße, es war dann nass, es war nie hell genug, weil Winter. Eventuell machen wir es im Sommer mal, das oben ohne Special. Ich hab da so Bock, ich will das unbedingt noch machen. Das wird noch gemacht. Wir können ihn, wo er angefangen hat. Da hat er noch Minigames gemacht. Nein, da habe ich nicht Minigames gemacht. Da habe ich mit MC Edit Spielerköpfe ins Spiel eingefügt. Und das war damals nur bei MC Edit möglich. Und da war ich sehr stolz. Das war richtig toll. Dann habe ich statt mit Command-Blöcken mit Spawnern gearbeitet. Und Spawner waren dann Activator für Redstone Contraptions, weil die einen Spawn-Radius haben und dann Spieler detekten konnten, wo die in der Nähe sind. Noah, was ist mit Vince los? Keine Ahnung, der lernt wahrscheinlich fürs Abi oder ist jetzt auf einer Feier für Dings. Ich lerne auch fürs Abi, beziehungsweise habe ich, und ich habe sehr, 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 sehr viel gemacht und ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe wirklich meine komplette Schulsachen aufgeräumt. Ihr müsst euch das vorstellen, wenn man so wie ich ist und nie sich um seine Schulsachen kümmert und dann einfach sieht, wie man von 6. bis 12. Klasse, beziehungsweise von 6. bis 11. Klasse, nee, 6. bis 10. Klasse, alles wegschmeißen kann, weil alles komplett irrelevant ist und man nur noch Q1 bis 4 braucht. Junge, ich habe wirklich eine komplette Papiertonne voll gemacht. Und ich bin sehr glücklich, weil ich will natürlich alles verbrennen, wenn ich mit der Schule fertig bin. Ist ja ganz logisch, weil es ist so eine Sache, die man eventuell nicht von mir denkt. Wenn man so sieht, was ich so für crazy Sachen mache, man denkt irgendwie so, yo, der ist bestimmt so voll das Mathe-Genie oder so. Wäre ich bestimmt, wenn ich, also habe ich zumindest immer gehört, ich mache mir das jetzt nicht hier, warte, ich wollte wieder Englisch reden. Kennt ihr das, wenn ihr versucht, über eine englische Redewendung das ins Deutsche zu bringen, weil ihr es euch Englisch gedacht habt und dann denkt ihr so, Moment mal, das macht überhaupt keinen Sinn im Deutschen?
Auf jeden Fall, ich habe das öfter schon in den Kommentaren gelesen, dass ich ziemlich gut sein muss in Mathe. Stimmt gar nicht, weil ich überhaupt keinen Bock auf... Also ich habe wirklich null Interesse in Schule. So gar nicht. Es ist so richtig... Ich habe wirklich morgens teilweise nicht mehr richtig Lust, in die Schule zu gehen. Und wenn ich dann zu wenig geschlafen habe, dann stehe ich auch nicht auf. So ist es in der... Also so einen krassen Hass habe ich auf die Schule. Ich würde sie tatsächlich gerne anzünden wollen. Natürlich nicht, Quatsch. Aber mein Schulzeug auf jeden Fall. Und deswegen ist es sehr gut, dass ich das Zeug jetzt ausgemistet habe. Sonst wäre das nämlich ein riesen Waldbrand geworden. Und dafür wäre ich jetzt nicht gerne verantwortlich. Das heißt, es wird dann nur so ein schönes kleines Feuer von 4,5 Jahren. Was auch ganz schön ist und ganz süß sein kann. Aber tatsächlich so ein Feuer von 6 Schuljahren wäre natürlich ein bisschen krass. Was hast du im Abi genommen? Ach so, genau. Ich mache... wollen wir ein bisschen Zeit... Oh. Wow. Wollen ein bisschen zeichnen. Ich habe mir ein Zeichentablet geholt. Und weil ich nämlich Animation und Spieldesign studieren möchte und da gehört natürlich auch Animation dazu. Können wir kurz mal machen. Allerdings muss ich mal ganz kurz hier Stop Sound machen. Weil ich höre dann lieber die richtige Musik, die gute. So, das ist dann nicht da. So, nee, einfach keine Paint-Musik, weil die gerade nicht so supi ist. Eine Sekunde. Ganz kurz hier mal. Wollen wir noch Kreuzprodukt? So. Pass auf, wir machen jetzt folgendes, das wird richtig spannend. Ich kann jetzt hier eine coole Zeichnung machen. Ich wollte es einfach nur mal machen, weil ich es lustig fand. Und zwar... Fenster auf... Nee, warte mal, ich glaube, ich brauche... Ja, ich glaube hier, ne? Das dürfte alles beinhalten, richtig. Da kann ich mir nämlich jetzt hier so eine coole Skizze machen. Ich habe noch kein richtiges Programm dafür, allerdings... Ich hoffe mal, das sieht man jetzt. Ja doch, man sieht es tatsächlich. Aber meine Maus nimmt... Cool, okay, pass auf. Also... Ich habe in meinem Abi, ja, habe ich jetzt folgende LKs. Das heißt, ich habe LKs. Das ist richtig weird, damit was zu machen. Und ich habe irgendwie noch keine Shortcuts, die damit funktionieren. Aber egal. Ich habe meine LKs und zwar habe ich Sport. Oh ja. Und ich muss sagen, Sport ist wirklich sehr cool. Also es macht wirklich richtig viel Sinn. Allerdings ist die Bewertung bei unserer Lehrerin sehr, sehr schrecklich. Das heißt also, ihr müsst euch vorstellen, Sport... Im Dings ist sehr, sehr cool. Also es macht alles Sinn, ja, und das, aber es ist sehr, 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 sehr viel. Also da kommen so viele Sachen wie, keine Ahnung, Verletzungsprophylaxe und Sport, keine Ahnung, Trainingslehre, also wie man Trainingseinheiten zusammenstellt und so weiter und so fort. So viel Stuff, also so wirklich richtig viel Stuff kommt da dran. Auch Physik, Bewegungs... Also die Bewegungsanalyse, physikalische und chemikalische und biomechanische und so viel Stuff. Also es ist sehr, sehr, sehr viel. Das ist sozusagen wie wenn man Bio-LK hat und dazu halt noch Sport sozusagen. Das ist ein bisschen so die Verbindung daraus. Und daher ziemlich doof. Allerdings, ja, und das Problem ist, ich habe es sozusagen verstanden, ich lerne nur nicht ausreichend, beziehungsweise ich bin sehr, sehr schlecht darin, mir Fremdwörter zu merken. Und deshalb... habe ich sozusagen meinen Struggle mit Sport-LK, weil unsere Sportlehrerin möchte sozusagen einfach, dass wir diese Wörter verwenden. Ich kann es zwar umschreiben, aber ich habe zum Beispiel mir das Wort, die Wörter, dann kann ich mir nicht merken. Und wenn die dann nicht stehen, dann sagt ihr einfach, nee, geht nicht. Und dann, bisschen weird, aber egal. Ansonsten habe ich noch Englisch, of course. Englisch ist nice, auf jeden Fall. Ich kann auch gut Englisch, auch wenn man es mir vielleicht nicht glaubt. Doch, ich bin ein relativ guter Englischsprecher. Und ich, naja gut, ne, Internet, macht uns ja alle so, ne? Ja, so Englisch, ne? Ja. Also es ist sehr international, wie im Internet jetzt auch. Ist ultra wichtig. Freue ich auf meinen Studiengang, wenn ich ja studieren möchte. Und ja, deswegen, das ist sehr wichtig. Dann habe ich das dritte schriftliche Fach ist bei mir Mathe. Kann ich nicht anders machen eigentlich. Ich könnte es noch mündlich machen, aber das ist noch schlimmer, weil ich nämlich null Ahnung habe. Ja, Mathe ist, also das war jetzt hier, das ist dann der drittes Prüfungsfach. Oh ja, Mathe ist keine Ahnung, es ist halt wirklich, ist so eine Sache, ne? Mathe ist sehr viel, ich schreibe jetzt auch am Mittwoch eine Klausur, deswegen bin ich sehr, sehr, sehr viel am Lernen. Ja, Mathe ist ganz crazy. Es ist jetzt gerade mit Skalarprodukten und Kreuzprodukten, also Vektoren quasi. Und analytischer Geometrie, warte, war das so, hieß das so, keine Ahnung. Also wie, was ist zum Beispiel, wenn man eine Ebene hat oder so und dann braucht man den Vektor, der sozusagen... orthogonal dazu ist und dann muss man gucken, ob Vektor 1 mit dem, keine Ahnung, orthogonal ist und den muss man dann quasi irgendwie ermitteln aus einer Ebenengleichung, so hat man irgendwie so ein G von X und das ist dann irgendwie,
Und daraus muss man irgendwie ableiten, ob das dann irgendwie orthogonal, also orthogonal zu einem Vektor, keine Ahnung, 1, 1, 1 ist oder sowas. Und das ist halt ein bisschen weird gerade. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Um ehrlich zu sein, habe ich null Ahnung. Das ist mir richtig schlecht in Mathe. Okay, und dann haben wir noch, dann habe ich noch als mündliche, also mündlich kommt jetzt hier. So, brauche ich 2 und zwar habe ich nämlich Deutsch. Und Deutsch habe ich, keine Ahnung, ganz viel Stuff, ganz viel Bücher lesen. Guck mal, ich kann jetzt ein Buch malen. Oh, dieses Grafiktablet ist so super. Dann kann ich hier so reinschreiben. Das ist vielleicht nicht ganz, so ein bisschen mehr Seiten noch. Das ist ein ganz dickes Buch. Oh, jetzt fällt gar nicht auf, dass ich die Linie verkackt habe. Wunderschön. Tada. Bin noch auf dem Podium. Wundertoll. Ja, Sport ist... Deutsch ist ein bisschen komisch. Ich hasse es zum Beispiel, also wenn jetzt sowas wie eine Analyse drankommt von irgendwas, deswegen mag ich schriftlich Deutsch überhaupt nicht, weil ich kann so viel reininterpretieren, aber ich kann mich niemals so wirklich so zusammenfassen. Das heißt, entweder, ich habe sozusagen die zwei Extremformen. Entweder ich kann alles Mögliche darüber schreiben und habe keine Zeit mehr und dann schreibe ich am Ende einfach nur einen ganz schnellen Schluss und dann ist die Struktur scheiße. Oder ich kann überhaupt nichts reininterpretieren und habe dann... Ja, hab dann viel zu wenig drin und bin oberflächlich sozusagen. Das ist sozusagen, also entweder habe ich das komplett Oberflächliche oder ich könnte eine ganze Doktorarbeit drüber schreiben, aber dafür habe ich keine Zeit in 3 oder 5 Stunden. Ein bisschen weird. Genau. Und dann habe ich noch Religion. Religion im Mündlichen. Ich bin in Religion immer, Religion immer sehr gut gewesen, weil das evangelische Religion hauptsächlich Ethik ist und nicht religiös. Also unsere Themen waren bis jetzt hauptsächlich ethisch. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Religionen wieder, was ich nicht so cool finde, mehr mit Texten arbeiten, aber ethische Fragen kann ich immer sehr gut argumentieren. Auch so eine generelle, sehr akzeptable, ich habe auch eine akzeptable Ansicht über Religion. Zum Beispiel, dass ich habe irgendwas, so ein richtig schlaues Zitat ganz spontan mal gedroppt im Religionsunterricht, was für uns Religion ist oder ob man an Gott glaubt oder sowas. Ich habe, glaube ich, gesagt, Gott, was war das? Ich glaube nicht an die physische Existenz von Gott, sondern daran, also ich glaube daran, an die Existenz von Glauben an Gott, der sich auf die physische Welt übertragen kann, wenn man sozusagen sein Handeln abhängig davon macht, woran man glaubt. Also quasi, wenn man jetzt an Gott glaubt, man sagt jetzt hier Gott, da, es ist jetzt ein Engel, egal, vielleicht hat er irgendwie so einen Engel. Ich habe nie irgendwie sowas gezeichnet in der Richtung, ne? Keine Ahnung. Das ist jetzt so ein Engel, hallo? Ja, so ein Engel, ja. So, das ist jetzt mein Glaube. Und wenn ich an Engel glaube, dann sage ich jetzt, keine Ahnung, ich habe eine Ja- oder Nein-Frage. Und je nachdem, abhängig von dem hier, was der hier macht, sage ich jetzt Ja. Und wenn ich dann nicht dran glauben würde, würde ich Nein sagen. Das heißt sozusagen, ich habe hier ne? Ja, okay, cool, scheißegal. So, das ist sozusagen mein Abi. Super, ne? Das heißt also hier, sehr viel lernen. Hier, so viel lernen. Mathe. So viel üben und Deutsch, so viel lesen und Religion, keine Ahnung, es ist wahrscheinlich so ein bisschen lesen, ein bisschen lernen, keine Ahnung, es ist jetzt so ein bisschen komisch. Ich muss mir auf jeden Fall noch ein Buch kaufen, ich kaufe mir noch ein Buch, sowas wie, ich glaube, Glaube ist menschlich oder sowas, ja, deswegen, das ist ganz komisch. Ansonsten, ja, Mathe ist halt wirklich viel, weil in 4,5 Jahren kam sehr, sehr viel dran, das heißt, wir haben sehr, sehr viel Stuff. Wenn man wirklich überhaupt nicht lernen möchte im Abi, nimmt man am besten Deutsch und Englisch. Deutsch und Englisch. Aber geht, Deutsch und Mathe meine ich. Und als Fremdsprache dann Englisch, glaube ich, kann man machen. Ja, genau. Also Mathe, Deutsch. Da hat man auch die wenigsten Stunden, wenn man Mathe und Deutsch LK hat. Also Mathe und Deutsch ist sozusagen das gechillteste überhaupt. Sport kann ich euch auf keinen Fall empfehlen, wenn ihr dann nicht wirklich später irgendwie was in die Richtung machen wollt. Das war auf jeden Fall eine Fehlentscheidung bei mir. Aber ich habe das gemacht, damit der LK zustande kommt, weil ich da meine Freunde habe. War ein bisschen dumm, aber egal. Ich habe schon immer meine Interessen irgendwie nach hinten gepackt. Ich habe auch nicht wirklich großes Interesse an Schule. Das heißt, war mir eigentlich egal in dem Moment. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Ja, deswegen, yo. Englisch ist auf jeden Fall super. Kann ich aber auch als drittes Prüfungsfach in GK ganz cool, kann ganz cool sein. Ich denke mal, das ist eine ganz akzeptable Sache so. Aber ja, ist halt so eine Geschichte. Okay, cool. Schaltet ein und redet über Gott, ich hau wieder ab. Gut, ja, es wäre sozusagen jetzt das gewesen, was ich im Abi dran habe. Kleiner Exkurs, war toll, oder? Ich weiß, wow. Okay, machen wir weiter. Ich glaube aber, habe ich alles fertig geschafft, ne? Ich lade mal ganz kurz mein Handy noch währenddessen auf, Achtung!
So. Ach scheiße, dann kann ich euch gar nicht, kann ich den Text gar nicht lesen. Den Chat. Muss ich mir irgendwie neben dran packen. So, das Grafiklabel kann ich jetzt wieder wegschmeißen. So. Okay. Determined zum Weiterspielen. Ich will auf jeden Fall Determined zum Weiterspielen. Hab auch wirklich Bock drauf. So, muss mal wieder meine Musik hier ausmachen und mal ganz kurz hier Scoreboard Players Set at P BG 5. Ups. Und den Knopf drücken. Ich denke mal, das dürfte jetzt eigentlich funktionieren. Jetzt bräuchte ich sozusagen so eine Art Chain von Command-Blöcken. Das heißt also, wir haben erstmal Stop Sound at R Record. Dann haben wir Score Player Set at P BG und dann sozusagen. Ah ne. Ja, das auf jeden Fall. Das ist immer da. Und dann je nachdem halt. Scoreboard Player Set at A, sage ich jetzt einfach mal BG auf 1 bzw. halt X, ne? Also das ist ja. Genau. Okay. Und dann nehmen wir uns die drei Command-Blöcke einfach mit. Ich packe mir die auch nochmal hier hin. Nochmal extra jetzt einfach, damit ich sie, falls ich sie rausclear. Genau, das heißt also, das machen wir noch. Und jetzt gucken wir einfach mal, wo das hier ist, sozusagen. Das ist ja der erste. Der erste Raum ist ja der hier. Und ich denke mal. Genau, das ist dann hier. Hier haben wir dann Setblock. Ich glaube, hier ist, glaube ich, nicht wirklich viel. Ne? Hier ist, glaube ich, nur der Play-Sound, Carry. Ah, doch, hier. Hier fängt die Background-Musik an. Okay, das heißt also, wir statt dem Background-Ding packen wir jetzt das hier hin. Stop Sound at R Record. So, Score Player Set. So, genau, richtig. Und dann das da. Und Back... Fuck, welche Musik war das gerade? BG1, oder? Ne, es war BG2. Weil BG2 ist gechillter, ne? Warte mal. Play Sound, BG2 Master da. Fuck, ich weiß nicht, welches das war. Ich glaube nicht, dass es BG1 war. BG1 war. Warte mal, da. Ja, doch, das ist auf jeden Fall die Musik. Das war dieses. Und ich kann es kaum erwarten, dich zu testen. Das passt hier auf jeden Fall rein in den Musiktonus. Okay, das war sozusagen in BG2. Super. Tschüss. So. Ich glaube, bis hierhin oder so ist auf jeden Fall die Musik gleich geblieben. Ich glaube, hier hat sich was verändert. BG3, genau. Und zwar müssen wir nämlich einfach mal das hier wegmachen, in den nächsten Raum gehen. So, Loading. Und hier unten, nee, nicht da, warte mal. Ich habe mittlerweile dann in den Türen eingebaut. Ich habe mittlerweile schon einige Dinge herausgefunden, die dich vielleicht interessieren dürfen. Nein! Interessiert mich überhaupt nicht. Bloß die Klappe, du Plappermaul. Okay, Stop Sound. Genau, das können wir natürlich jetzt wegmachen. Das bleibt. Und das da hinten war noch Musik, ne? So. Stop Sound at P. Bla bla blub. Gut, das heißt, das kommt jetzt hier. Nein! Ah, oh, verdammt! Welcher Carry Sound war das jetzt? Play Sound Carry 03. War das 04 oder 03? Play Sound Master. Bei den heutigen Tests geht. Vielleicht war dies die 5. Siehst du diese Leuchten? Nö. Spoilerino. Herzlichen Glückwunsch. Moment, ich mach folgendes. Ich mache euch einfach den Desktop-Sound aus. Haha. Ich bin so ein Gott. Dann kann ich jetzt gleich nochmal nachgucken. So. Nö. Vielleicht war es auch die 2? Nö. Fuck. Wo bin ich hier? Müsste. Ist es vielleicht schon die 7? Nö. Ja, das war tatsächlich schon die 8, okay. Also. So. Plupp. Mach den Song gleich wieder an, Achtung. So, Stop Sound und hallo, dann hört ihr mich nicht wieder, cool. Okay, das heißt, das würde jetzt sozusagen funktionieren. Das heißt, wenn ich das jetzt mal ganz kurz starten würde und ganz kurz dann Stop Sound at a Master mache, weil darüber wird es ja gespielt. Ich. So. So, jetzt läuft die Musik, aber was ist, wenn ich jetzt weiter weglaufe?
Genau, jetzt habe ich nämlich das Problem, dass ich nicht höre. Bring doch einen Server raus. Ja, okay, ich bringe einen Server raus, schnell. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt ist meine Musik nicht laut genug. Egal, das mache ich dann. Das kann ich ja dann später manuell machen. Kann ich dann manuell machen. Okay. Ich konnte in der gesamten stop. Hier ist schon wieder was falsch. Ich hasse es, wenn das passiert. Achtung. TP, E-Type ist gleich. Armor Stand. Ich weiß, wie es funktioniert, aber ich kann es halt auch nicht wirklich unterbinden. Ist ja auch egal. Name ist gleich Door. Minus 83. 79. 25. Tschüss. So, ich glaube auch, dass hier weiterhin nicht wirklich viel. Ja, jetzt muss ich die ganze Zeit nochmal. Bei der dritten. Ja, als Maul. Ist hier dann nochmal eine andere Musik? Stop Sound Carry, Master Carry. Ja, das ist richtig. Ich glaube, das war's, aber ich glaube, keine neue Hintergrundmusik, ne? Richtig. Okay. Hier können wir weitergehen. Tada. Ja, ja, pst. Deine scheiß Schnauze, Carry. Ich hasse dich. Ich glaube, hier kommt eine neue Musik. Oder? Nee, ich weiß, wo die nächste Musik kommt. Warte mal, die kommt in. Dem Raum. Also dem davor. Wo ist denn der? Da, das ist damit connected, ne? Richtig. Das ist ein großer Raum. So, genau, hier wurde nämlich die neue Musik wieder gestartet. Ganz kurz mal schauen, wo das ist. Genau, Stop Sound, Play Sound. So, und statt den hier, das mache ich weg. Und dann kommen jetzt die drei hier hin. Beziehungsweise ich kopiere das hier mal raus, pack das hier rein. Und mache jetzt hier den hier. Ups, so und, nein, da. So. Habe ich das vorhin auch nicht gesetzt? Fuck, welcher Playsound war das jetzt? 5, oder? Playsound BG5 Master da. Ja, ja. Oder war es 4? Nee, nee, es war der 5er. BG5. Okay, ich muss ganz kurz nochmal zurückgehen und schauen, ob ich es da gesetzt habe. Sonst bin ich ein bisschen dumm. Habe ich es gesetzt? Wisst ihr das? Habt ihr gar... Nee, habt nicht wahrscheinlich... Habe wahrscheinlich nicht geguckt, ne? Mal schauen, in welchem Raum das war. Das war in dem Raum, der danach kommt. Und der ist logischerweise der Orangen, ne? Welcher da unten startet. Nicht wahr? Habe ich hier die neue Musik hinzugefügt? Oder war das... Nee, das war der Raum davor. Verdammt mich. Aber... Ach ja, das war der Raum, wo grün und blau gemischt ist. Und das ist dann hier. So. Genau, hier beginnt die neue Musik. Habe ich sie geändert? Nein, habe ich nicht. Gut, dann war das hier Background 3 dann quasi, ne? Play Sound, BG3, Master da. Ja, genau. Perfekt. Cool. So, und hier wäre es sehr, sehr cool, wenn man noch so einen Ambient Sound einpacken würde. Ich habe ja noch ein paar Soundeffekte, die wir einfach mal uns anhören können. Achtung. Das ist voll schön. Das hört sich an wie... Oh, zum Teufel, warum lädt das nicht auf? Ah, mein Handy stirbt. Nein! Handy, ich rette dich! Oh, sorry, ich muss gerade mein Handy retten. Flüstert, ich trau mich nicht. So, warte, was? Das Lustige ist bloß, dass jedem Video, das ich mal nur gucke, eine Haarbreite von dem Fernbett auf hier zu klicken. Es fehlt mir immer noch ein Nanopartikel. Tja, lieber Zwergfürst LP, das tut mir ziemlich leid, dass es dir nicht gefällt. Es ist wirklich schwierig. Also, das Ding ist, momentan kommen mir dann sowieso keine Videos, weil ich ja jetzt im Abi-Stress bin. Das heißt, es werden auch keine weiteren Videos kommen, außer jetzt dieses Paint-Release-Video und dann sage ich, jo, nach dem Abi sehen wir uns dann. Es wird nichts weiteres kommen jetzt erstmal. Wenn ich damit fertig bin allerdings, kommt richtig geiler Scheiß und da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
So. Genau. Also da kommen dann wirklich richtig coole Mapmaking-Tutorials wieder endlich. Dann will ich eine Serie starten. Allerdings will ich die noch nicht direkt starten. Ich will sozusagen 3-4 Folgen im Voraus produzieren oder so, damit ich damit die halt wirklich durchgesetzt wird und damit ich halt keine Zeitprobleme wieder habe und dann das wieder abbrechen will. Das heißt also, ich will quasi keine Projekte mehr sinnlos abbrechen. Und das, ich hatte halt immer das Problem wegen Abi und generell wegen Schule, dass ich halt relativ viel Zeitprobleme hatte. Und das möchte ich halt dann demnächst halt nicht mehr. Und dafür muss ich mich halt ein bisschen, ich muss halt ein bisschen mehr arbeiten dafür jetzt an YouTube. Das Ding ist, ich mache wahrscheinlich jetzt ein Jahr lang ein Gap Year sozusagen nach der Schule. Und dann kann ich in der Zeit mich sehr, sehr krass auf YouTube verdingsen. Ne? Ja. Und es wird ziemlich cool. Ich freue mich drauf. Also es wird wirklich cool. Ich freue mich wirklich drauf. Wird nicey-dicey. Und ich denke mal, dass das auch funktionieren wird. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Also das Ding ist wirklich, ich meine, zum Beispiel hier Mick und Dennis haben es auch gemeint, also hier Kostas, haben gemeint, yo, du machst es aber auch einem echt schwer, dich zu mögen. Also auf YouTube vom Content her. Weil, was mache ich eigentlich? Weißt du, ich mach immer das, worauf ich gerade Bock habe. Und ich möchte da ein bisschen mehr Consistency reinbringen. Vielleicht einen Upload-Plan, wobei ein Upload-Plan ist, weiß ich nicht. Generell sozusagen sowas wie einmal die Woche kriege ich auf jeden Fall hin. Also einmal die Woche, so dass ich sage, okay, jeden Dienstag und jeden Donnerstag und jeden Samstag. Also dass sozusagen an diesen Tagen immer was Festes kommt. Das schaffe ich auf jeden Fall, wenn ich keine Schule habe. Und das werden auch gute Videos dann. Also das sind dann so Videos, die dann sowas wie ein Overwatch-Edit oder sowas, aber mit mehr Arbeit drin als vorher. Dass ich dann wirklich sage, okay, das ist ein richtig cooles Video und das kann man dann, ist dann witzig. Oder ein Video, wo ich Map make. Oder beziehungsweise Mapmaking Fragen beantworte, gleich mehrere in einem Video, damit die, keine Ahnung, damit ich sozusagen, ne, ja, Mapmaking Fragen sind generell immer sehr wichtig. Zum Beispiel heute hat mich jemand gefragt, wie bekomme ich es hin, dass ich testen kann, wenn jemand nicht auf einem bestimmten Block steht. Und das habe ich ihm einfach innerhalb von einem Kommentar beantwortet, weil ich keine Zeit habe für ein Video. Aber das wäre zum Beispiel auch wieder sowas. Sowas könnte ich dann einbauen, richtig easy. Und das ist so eine Sache, die sehr cool ist. Warum braucht man für Paint Optifine? Das liegt hieran, an diesen Bad Boys hier. Und zwar, ihr seht das, Moment, wenn ich hier sozusagen dran stehe, dann setzen sich, setze ich Glas, ja? Und das ziemlich oft, und es ist hellblaues Glas. Und ich weiß nicht wieso, aber in Minecraft rendert das Licht dann jeweils immer wieder neu. Das heißt, es gibt die ganze Zeit Block-Updates und Licht-Updates und darauf kommt Minecraft nicht klar. Das bedeutet, dass es dann übelst die Lags gibt, einfach so, weil Gründe. Also da werden Sachen gerendert, die nicht mehr zu sehen sind und das bringt dann die Lags. Und ich weiß wirklich nicht warum, aber es ist so. Und deswegen, ja, Optifine hat einen anderen Rendering-Code und wenn ihr nicht sterben wollt an Lags, dann benutzt ihr Optifine. Außerdem könnt ihr dann Shader benutzen, deswegen habe ich es auch extra Shader-kompatibel gemacht, damit es auch Sinn macht. Also ohne Optifine ist halt echt problematisch deswegen. Ist schade, aber egal. Scheiß drauf. So. Also es funktioniert ja trotzdem. So, genau. Das sei jetzt auch richtig gestellt. Wo war denn die letzte Musik denn? Ich glaube, hier würde ich sie gerne auf die 5 stellen nochmal. Aber ich weiß nicht, ob es hier generell schon irgendwas gemacht worden ist. Fuck. Nee, genau, hier gibt es ja gar keine Musik. Das wäre ganz cool, wenn hier nämlich neue Musik kommen würde. Ja, und ich weiß auch noch, wo ich neue... Doch, ich mach's davor, im Level davor. Und zwar, da gab's nämlich keinen Sound, also kein... Hier spricht Carrie gerade nicht in dem Raum. Und ich hatte nämlich... Nicht hier. Ich hatte einen Raum davor, der sozusagen hier die... Oder war das danach? Nee, das ist davor. Zuerst kommt der hier und danach kommt der hier, ne? Ich glaube, zumindest. Warte, wenn ich hier rauskomme, wo komme ich denn hin? Nee, dann komme ich in den hier. Auf jeden Fall wollte ich hier noch einen FSX-Sound reinpacken. Und ich gucke gerade mal, welchen wir dann am besten nehmen. Der ist auch ganz cool. Was haben wir hier noch so? Oh, Gott, das war das Theme. Nein. Das ist auch sehr cool. Oh Mann, die sind so genial eigentlich. Ist fast nicht wirklich rein. Das würde reinpassen. Ja, das können wir nehmen. Weil dann öffnet sich ja dieses Tor sozusagen. Also wenn man... kann ich das schon abspielen? Habe ich das schon eingebaut? SF...
Ich weiß gar nicht. SFX3 Master. Ne, welche waren das jetzt gerade? Das 2, oder? Ist einfach SFX2? Oder SFX generell? Gut, dann muss ich ganz kurz mal... Oder war das irgendwie Ambient 2? Wie habe ich es genannt? Ambient 2? Gut, ich muss nachschauen. Minecraft... Sounds.json. So. Und zwar habe ich nämlich eine extra JSON-Datei, in der ich sozusagen jeden einzelnen Sound, der im Resource-Pack drin ist, einem Namen im Spiel zuweisen muss. Und deswegen muss ich ganz kurz gucken. BG1, BG2, BG3, SFX2... Genau, hier. Sounds. Ambient. Was haben wir denn hier noch? Was sind die doch? Was haben wir noch? Ambient SFX? Oh, das ist auch ziemlich cool. Oh, das war der... Nee, das brauchen wir nicht. Nö. Das hört sich irgendwie an wie der Sound von Sliced Lime. Nee. Nö. Das heißt, das sind die sozusagen. Aber die sind ja in Ambient und die heißen gar nicht mehr so. Die habe ich umbenannt. Das heißt, die müssen jetzt einfach nicht mehr SFX1 heißen, sondern Ambient 1 und auch Ambient 2 und Ambient 3 und auch Ambient 4 und Ambient 4. Ich mache mal wieder Musik im Hintergrund, Achtung. So. Bin ja kein Monster. Ambient 5 und Ambient 6. Und ich hatte... Das ist nicht... Warte, Moment mal. Das ist der Herzschlag-Sound. Den brauchen wir sowieso noch nicht. Genau. Achso, Ambient 5. Und dann hatten wir noch Ambient SFX. Was auch immer das ist. Also ich mache mal SFX 6 einfach noch. Und dann ist Ambient SFX 1. Ich glaube, ich hätte die irgendwann mal klassifiziert in so eine Art musikalisches. Und dann in... Egal, was auch immer. So, okay, jetzt möchte ich das Resource Pack neu starten, was mittlerweile ein bisschen dauern kann. Ach Quatsch, geht das sowieso nicht, weil wir sind ja in der fertigen Map drin. Das heißt, ich muss das Resource Pack noch updaten. Okay, cool, das ist schon mal gut zu wissen. Noah, liest Noah den Chat-Nachrichten? Nee, Noah ist beschäftigt, weil er ziemlich viele... ich habe hier zu wenig Fenster und zu viele Fenster offen. Zu wenig Bildschirme und zu viele Fenster. So. Okay, oh, Moment mal. Da. Cool. Jetzt dürfte es drin sein, aber ist es nicht, weil ich dumm bin. So, warte, wir machen folgendes. Ich muss das Resource Pack in der Map updaten. Mach ich ganz kurz mal. Paint. So, das muss ich jetzt sozusagen als resources.zip speichern. Zu einem Archiv hinzufügen. Und muss es dann in die Map einfügen. Brauche jetzt aber ein bisschen, bis Minecraft hier mal Resources. So, das. Brauche jetzt auch wieder ein Stückchen. Also die Map und die Sounds und alles sind schon ein bisschen groß geworden mittlerweile. Minecraft hat keine Rückmeldung mehr. Ich hoffe mal, dass es es schafft, in die dann in den Startbildschirm zurückzugehen. So, perfekt. Ja, Minecraft Mapmaking ist mir auch zu kompliziert. Was denkst du, wann du die Map abschließen kannst? Am Mittwoch ist sie fertig, also der erste Teil. Und, also, die ist fertig. Ich mache jetzt noch ein paar Verbesserungen. Einfach nur, weil ich es cool fand. Also an sich kannst du sie schon spielen. Patrons spielen sie gerade auch schon und testen sie. Und ja, am Mittwoch, also am 1.3. ist die Map fertig. Dann gibt es auch Videos von YouTubern, juhu. So, schauen wir mal ganz kurz rein. So, und dann, ja... Teil 1 von Teil 1, genau. Was war dein erstes PC-Spiel? Weiß ich gar nicht mehr. Also ich habe Pinball 3D gespielt, aber das zählt jetzt nicht wirklich als Spiel. Es war einfach nur auf Windows drauf. Was war mein erstes PC-Spiel? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. So. Okay, schauen wir mal. PlaySound SFX2 Master at A. Moment mal. Minecraft Resource Pack. Ich hab doch... Moment mal, wie habe ich es jetzt genannt?
SFX2. Geht auf Ambient-Ambient2. Na gut, schauen wir nochmal nach. Resource Packs, Paint, Minecraft, Sounds, Ambient. Und dann haben wir Ambient1.ogg, ne? Logisch. Ambient-Ambient. Das müsste funktionieren. Ansonsten. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Warum funktioniert das nicht? Hallo? SFX1. Heißen die? Habe ich es richtig geschrieben? Nein, ich habe SXF geschrieben, weil ich dumm bin. Okay. SFX. Okay. Das soll sozusagen so ein bisschen die Dunkelheit hier, die Ungewissheit reinpacken. Können wir einfach hier hinpacken. Das heißt also, wenn man es geschafft hat. Hier, das hier testet übrigens einfach nach den ganzen Schalker-Dingern, also nach den Dingern hier sozusagen. Warte mal, wenn ich die jetzt mitnehmen würde. Geht das überhaupt? Nö. Selbst in Gamut 3 komme ich damit nicht durch. Fuck. Moment. So. Eins. Hey. Zwei. Nein. Oh, ich wollte nicht spectaten. So. Ist auch sehr spannend, so einem Cube zu spectaten. Ich könnte mir natürlich jetzt einfach den Tag geben, aber... Moment mal. Damit wären wir am letzten Test heute angekommen. Stop Sound. Er macht dich mit einem neuen Puzzle-Element. Okay. La 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 la. Das ist wie wenn du so einen Typen hast, der die ganze Zeit versucht, dich zu spoilern und du musst ihm irgendwie mit reinreden, damit keiner gespoilert wird. Hilfe. Sehr schön. Okay. Aber das funktioniert schon mal ganz toll. Ganz am Anfang müssten wir das eigentlich auch noch machen mit der Musik. Das stimmt allerdings. Das muss ich gleich nochmal schauen. Okay. Oh, in Paint habe ich noch eine Nachricht bekommen. Also in meiner Paint-Gruppe, glaube ich. Da. Nee, okay. Cool. Ach, da habe ich nur einen Doppelpunkt O bekommen. Und ich bin nochmal live, guck hier nochmal in meinen Chat. Also, Minecraft ist so Mainstream, dass es mittlerweile nervt. Nichts gegen dich. Mr. Zwergfürst LP, der sich nicht entscheiden kann, mich zu schauen, aber schaut mich trotzdem noch. Finde ich auch. Deswegen mache ich ja was anderes mit Minecraft. Aber das ist eine sehr, sehr dumme Aussage, muss ich... Also, wenn ich das jetzt mal... Ich will dich jetzt nicht irgendwie kritisieren mit dieser Aussage, Minecraft ist so Mainstream, dass es mittlerweile nervt, aber... Hä? Ich meine, ich zum Beispiel kriege überhaupt nichts von Minecraft mit. Ich schaue keine Minecraft-YouTuber. Und tatsächlich bin ich und der... Also ich gucke zum Beispiel nur Leute, die was unglaublich Cooles mit Minecraft machen. Also nicht solche Let's Plays, sondern sowas wie Herr Markistein oder auch Crushed Pixel oder diese ganzen sehr, sehr kreativen Menschen. SliceLine macht die perfektesten Update-Videos. Das heißt, ich muss mir nicht 10.000 Minecraft-Hype-Videos angucken, wo irgendwas predicted wird, sondern einfach 1:1 erklärt mit Videobeispielen und so weiter. SliceLine, super Kanal. Der arbeitet mittlerweile auch bei Mojang, aber macht trotzdem weiter. Der arbeitet da jetzt an der Pocket Edition. Super cool. Ist auch ein Game Designer. Der hat bei Mirror's Edge Catalyst mitgearbeitet zum Beispiel. Schaut euch mal an. Also Sliced Lime. Also sowas hier. Sliced Lime. Sehr guter Kanal. Dann Mr. Markistein. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig schreibe. Markistein oder sowas. Der ist, glaube ich, auch deutsch. Dann natürlich noch hier. Ich glaube, macht der überhaupt noch? Macht der momentan Videos? Ich glaube, der ist zu sehr beschäftigt. Der Ija. Ija Minecraft. Und dann haben wir noch... Weiß gar nicht, wer ist denn noch da? Also sowas in der Richtung. Also ich gucke sozusagen nur Leute, die nicht wirklich jeden Tag Minecraft hochladen und Leute, die kreative Sachen machen. Spark kenne ich, aber Spark macht keinen Content, den ich mir so angucken würde, weil Spark hat sozusagen seine eigene Art Videos zu... Ich mache mal wieder Musik an. Seine eigene Art Musik zu machen, die... Ich allerdings nicht wirklich gerne gucke. Also ich kann mir vorstellen, dass man das, dass es sehr entspannt sein kann, Sparks Videos zu gucken, weil die sind einfach so, yo. Ach warte, das muss man auch einstellen, mal hier. Super. Mit dem BG auf 0 setzen, das ist sehr wichtig. Damit nicht die Musik irgendwann anfängt, wenn man hier mittendrin ist im Startding. Aber das setze ich mir sowieso automatisch. Also, na, das mache ich. Und später auch, stimmt, wenn man hier am Ende ist, ne? Ganz wichtig.
Was ist denn hier am Ende? Wo ist denn das? Ich glaube, das war hier. Genau, dass man nicht am Ende noch Musik hört, wenn die Map vorbei ist. So. Weiß jemand, wie lange Noah schon programmiert? Ich programmiere nicht. Ich habe nur Command-Blöcke. Wie man Command-Blöcke lernt, learning by doing. Und dabei die Minecraft-Wiki-Seite aufhaben. So. Die anderen Teile werden nicht so lange brauchen wie der erste Teil. Also, beziehungsweise, das ist sozusagen... Nee, also es wird höchstwahrscheinlich immer so im 1-2-Monat-Rhythmus laufen. Ich habe jetzt sozusagen am 1. März veröffentlicht sozusagen den ersten Teil. Wenn ich es schaffe, am 1. April wäre krass, aber ich habe ja mein Abi dazwischen. Heißt, es wird sehr, sehr, sehr heikel, weil ich dann erst so am 24. oder sowas fertig mit dem Abi bin. Und dann hätte ich nur noch eine Woche Zeit, um den ganzen Teil zu machen. Das heißt, schätze ich eher nicht. Vielleicht schaffe ich es generell im April irgendwann. Oder ich packe eine Minimap am 1. April raus. So eine Art Scherzmap oder sowas. So eine lustige. Keine Ahnung. So eine Art Traum oder so, dass man nur im Traum spielt oder so. Das war alles so ein Prank. Keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Also das ist sozusagen jetzt noch so eine Geschichte, wo ich nicht genau weiß. 1. April, wahrscheinlich Mai würde ich sagen. Mai kommt dann die nächste Map. Juni, Juli kommt dann die dritte. August, September, November wahrscheinlich eher das Ende. Oder noch eine Map. Und dann Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres eventuell dann der letzte Teil. Ja, das ist sozusagen der Plan, den ich habe. Weil ich denke, dass ich sozusagen nicht nur drei Teile mache, sondern vier oder fünf sogar. Also keine Ahnung. Wo kann man die App dann downloaden? Also das Minigame. Süß. Die Map hier kann man... Du meinst die App? Die Map. Nicht die App, oder? Das hat sich wahrscheinlich... Oh ja. Die Map kannst du downloaden auf meinem Kanal. Kommt am 1. kommt ein Video mit dem süßen Download-Ding drin und dann kannst du es dir downloaden. Super, oder? Ich weiß. Okay. Heißt, das ist dann sozusagen auch schon gefixt. Okay. Gut, wir haben jetzt sozusagen feste Hintergrundmusik. Jetzt fehlen sozusagen noch die Soundeffekte, aber die will ich... Weiß ich noch nicht so genau. So, soll ich lieber gehen, bevor ich noch mehr Scheiße laber und den geballten... Nee, Quatsch, ich hasse dich nicht. Aber die Aussage, dass Minecraft Mainstream ist und dass es deswegen auf den Sack geht, das ist halt genauso, wie wenn du zu einem ApoRed-Video hingehst und sagst, dein Video ist scheiße, aber du gehst halt trotzdem hin und guckst dir an und interagierst mit dem Zeug, ne? Also, das Ding ist, am besten... verurteilt man Minecraft nicht, im Sinne von, ich finde Minecraft generell langweilig, weil Minecraft ist ja momentan, ist ja sozusagen was sehr, sehr Persönliches. Also, so ist zum Beispiel, wenn ich sagen würde, ich finde jetzt dich als Person langweilig, dann verstehe ich das. Aber wenn du findest, dass ich alle Menschen langweilig finde, das ist schwer, das zu erklären an einem guten Beispiel, oder dass ich jetzt irgendwie rassistisch klinge oder sowas. Das Ding ist einfach, Minecraft kann man ja machen, wie man Bock hat. Und man kann das so unglaublich krass verändern, dass es irgendwie wieder cool ist. Und deshalb, ja, weiß ich noch nicht so genau. Geh mal davon aus, dass Zombie Marauder die Map spielen werden. Zombie spielt sie höchstwahrscheinlich, ja. Ich weiß nicht, ob er direkt am Mittwoch so zockt, aber der wird sie spielen. Hat sich schon gefreut. Revi wird sie spielen. Ich glaube, Weiß, Skate, Klim. Also es werden sehr, sehr viele Menschen die Map spielen. Ganz cool. Zombie safe, Maudado weiß ich nicht, den habe ich noch nicht angeschrieben. Allerdings, ja, keine Ahnung. Ich mache ja Mapmaking wegen Zombie hauptsächlich. Deswegen ist Zombie safe. Ist ja leider nur eine Einzelspieler-Map, deswegen weiß nicht, ob Maudado dann nachher auch noch die Map spielt. Kann er ja machen, aber das wäre ein bisschen doof. Ich finde, die beiden passen immer so ein bisschen zusammen und wenn beide das selbe Video hochladen, ist komisch. Weiß nicht, ob das sich dann so ergibt, aber ich werde erstmal Zombie nur anschreiben. Genau. So, außerdem, das war kein Hate, was du gemacht hast. Mr. Zwergfürst LP. Ich kann dich verstehen, es gibt viele Menschen, die sich da ein bisschen drüber aufregen, dass Minecraft... Ich hoffe, du hattest dir keine Probleme. Nein, stop! Einfacher wird es nicht mehr. Nein! ja, ich hoffe, du hattest keine Probleme mit der Startseite. Nee, also wenn ich die ganze Zeit sehe, wie... Ich will jetzt keine Names droppen, wie einige Menschen die ganze Zeit... jeden Tag zwei Folgen Minecraft bringen und die ganze Zeit neue Projekte machen, die alle im Endeffekt dasselbe sind, dann ist es doch voll in Ordnung. Es ist zwar nicht wirklich spannend, aber die haben da ihre Nische oder beziehungsweise ihre Audience gefunden und dann machen die das einfach weiter, weil es funktioniert. Und
Soll man da auch irgendwie, also wenn du es nicht guckst, wenn du es nicht gucken willst, dann guckst du einfach nicht und dann funktioniert es trotzdem bei denen. Und wenn es irgendwann mehrere sagen, funktioniert es irgendwann halt nicht mal, dann machen sie was Neues. Und dann ist alles wieder cool. Yay. So. Skype blockiert bloß gerade abhaltig meine Abo-Box. Jeder Minecraft-Video macht das aktuell. Ja, geht mir auch so. Das habe ich allerdings auch das Problem, dass ich nicht wirklich interessiert bin daran, Leute Sky spielen zu sehen, weil es nicht so was Neues ist. Ich meine, Skate macht zum Beispiel Skyblock und Sky gleichzeitig, was ein bisschen weird ist. Oder macht überhaupt, ich weiß es gar nicht. Hey, Laptop, ruhig. Oh, ich muss noch mal meinen Laptop aufladen, der ist gleich leer. Ich muss auch gleich mal stoppen, weil ich nämlich jetzt noch weiter lernen muss. Hihi. Ja, also... Chaosflow, der macht das immer. Ja, den habe ich gemeint. Chaosflow und der andere da. Ja, aber ich meine, ich finde es... Ich gucke es mir nicht an, aber ich finde es ganz ehrlich, der macht das ganz toll. Und wenn er das richtig macht, dann ist es doch in Ordnung. Und genauso Sky kann ich mir halt nicht wirklich anschauen bei jedem. Ist auch einfach zu viel. Ich mag aber die Menschen ganz doll sehr und ich gucke einfach mal, wenn ich gerade was nebenbei schauen möchte, wo es jetzt nicht wirklich um Inhalt geht, sondern einfach nur darum, was sie so labern, dann gucke ich mir tatsächlich auch gerne mal so eine Folge bei Mordado, bei Zombie, bei Paluten oder sowas an. Nee, nicht Paluten, bei Sturmwaffel an, weil die einfach sehr, sehr nett sind und sehr, sehr coole Menschen sind und denen kann man gerne zuhören und das mache ich gerne so nebenbei. Ja. Also mir geht es dann eigentlich weniger ums Projekt, weil Minecraft, wie gesagt, sehr personenbezogen ist, wie man es halt aufbaut. Deswegen Minecraft ist ja nicht gleich Minecraft. Ja, du musst halt schon ein guter Let's Player sein, damit du da durchkommst irgendwie. Oder du bist ein schlechter Let's Player und warum auch immer, du hast sehr, sehr viele Zuschauer, aber dann kriegst du natürlich auch sehr, sehr viel Hate. Weil es dann solche Leute sind, die clickbaiten oder sowas. Das ist natürlich immer sehr schrecklich. Generell Clickbait ist so ein Fluch und Segen, weißt du, du kriegst halt Geld und Klicks, aber dann hassen dich alle. Da bin ich lieber langsam, werde ich langsam irgendwie größer und werde durch Sachen, die ich mache, irgendwie bekannter. Zum Beispiel durch Paint. Weil Paint ist sozusagen eine Geschichte, die habe ich sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt und dann spielen das sehr, sehr viele Leute und dann kommen dann auch dementsprechend sehr viele Leute irgendwie auf meinen Kanal und schauen dann vorbei und sagen, oh cool, der macht das und der macht das dann öfters und der macht Behind-the-Scenes-Videos zu Paint. Mach doch Fun, guck ich doch gerne mal vorbei. Ja, das ist dann ziemlich nice. So, wisst ihr, was ich meine? Cool. Was hast du gegen Paluten? Nein, ich guck Paluten einfach nicht. Ich habe ihn nie geguckt und ich habe ihn nicht abonniert. Aber ich verwechsel Sturmwaffel und Paluten immer. Ich sag immer, statt Sturmwaffel sage ich immer Paluten. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben die einfach dieselbe Farbe im Kanalbanner oder sowas. Ich war jetzt nicht irgendwas Negatives gegen Paluten. Nein, aber den mag ich auch total. Sehr netter Mensch. Aber seine Videos habe ich noch nie geschaut. Ja. Cool. Wollen wir dann irgendwann mal zusammen mit einem Spiel arbeiten? Können wir tun. Allerdings, das ist so eine Sache, die ich erst später machen will. Ich mache erstmal Paint. Ich will jetzt ein Projekt endlich mal durchziehen. So ein ganzes Jahr lang. Peng. Weißt du? Daran arbeiten und das wird ziemlich cool. So. Okay. Cool, würde ich sagen. Ich würde sagen, das war es jetzt auch mal. Wir haben jetzt einen coolen Hintergrundmusik-Dings drin. Ich werde das jetzt mal mit der Hintergrundmusik durchspielen für mich und es testen. Dann wird es hochgeladen für die Patreons und für die Leute, die es schon früher testen durften. Also Freunde und Leute, die bei Paint mitgearbeitet haben. Und dann schauen wir mal. Vielleicht wird es ja was. Cool. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und machst du dein Adam an? Was? Ich mache auch gerne dein Adam an, aber hier nicht, weil es YouTube ist und kein Twitch. Schade eigentlich. Dein Adam ist aber sehr, sehr cool. Die sind immer noch nice. Und haben immer die nicesten Vibes. Code, Grafik, Level Design von Noah und von denen die Musik. Ich bräuchte natürlich ein paar mehr, wenn ich ein Spiel mache. Ist auch sehr witzig bei uns, die Credits. Ich weiß nicht, ob man die... Ich will jetzt nicht in den Endraum gehen, ich will ja nicht spoilern. Pass auf, wir machen Folgendes. Ich habe irgendwo die Credits, habe ich doch hier. Sind doch hier irgendwo. Ich weiß nicht, ob das oder das. Ich glaube, das hier sind die Credits. Oder das? Ne, das ist die Credits. Und dann war ich noch in Item Frame. So. Und dann können wir mal ganz kurz schauen. Warte, so. Da. Guck, dann haben wir die Bauhilfe ganz oben. Das sind die 6 Leute. Einmal Musik von Space Malix und ich habe den ganzen Rest gemacht. Und Inspiration habe ich von Portal. Ja, genau. Ja, ich will jetzt. Weißt du, das Ding ist. In den Credits steht Termin drin, absichtlich. Tut mir leid. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wenn ich da alles reinschreiben würde, was ich gemacht hätte, wäre das ziemlich komisch, weil ich alles alleine gemacht habe. Wenn ich so wenigstens so ein Director von irgendwas gewesen wäre, dann hätte man das richtig reinschreiben können, aber der ganze Rest passt eigentlich besser, weil ich habe den ganzen Rest gemacht. Ich habe die Stimmen gemacht, die Stimmennachbearbeitung,
die Story, die Musik, die, nee, Musik nicht, die Blöcke, die Texturen, das Redstone, Models, keine Ahnung, alles mögliche, Leveldesign, ja, die ganze Technik da halt, aber ja, Grundidee war auch alles von mir, Konzeptumsetzung, Projektmanagement, aber das muss man da nicht hinschreiben, das weiß man ja irgendwie, deswegen schreibe ich es einfach als ganzen Rest hin. Warum hast du die lange Haare wachsen lassen? Normalerweise haben Jungs ja alle kurze Haare. Ich habe schon immer lange Haare. Ich glaube, das war meine Mutter, hat da irgendwie drauf bestanden eine Zeit lang. Ja. Keine Ahnung. Ich bin halt anders als die anderen. Ich wurde deswegen auch gemobbt wegen den Haaren, aber Kinder sind Kinder. Das Ding ist, ich war ja schon relativ. Das klingt jetzt voll abgehoben. Ich war schon sehr, sehr früh sehr reif als Kind. Hab deswegen war das sehr, sehr schwer, meine Altersgruppe. Leute zu finden, die ich mag. Und deswegen bin ich halt irgendwann ins Internet gegangen. Und dann hab ich dann halt mit Leuten geredet, die sehr, sehr viel älter sind als ich. Zum Beispiel so mit Sommer und Morado oder sowas. Oder mit generell so Leuten in dem Alter halt. Weil, ja, natürlich war ich dann immer das Kind auf dem Teamspeak oder sowas. Aber ich war halt nicht nervig oder sowas. Ich war halt geduldet dann. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr auf dem Teamspeak seid und habt dann so ein Kind oder sowas, mit dem ihr dann redet und das sich dann aber duldet, weil es eigentlich gar nicht mal so dumm ist und weil es nett ist eigentlich. So war ich dann ungefähr. Ich war sozusagen immer das Kind, was dann auf den Discord, auf den Teamspeak gejoint ist und gesagt hat, hey Leute, da bin ich. Ja, genau. Warum machst du die Magnetblöcke nicht mit Barrieren? Weil ich Barrieren für was anderes noch benutzt hatte. Und außerdem werden die genauso gerendert. Juhu. Darf ich Werbung für einen für Greenie Let's Play machen? Das ist ein guter Let's Play. Ja gut, mach Werbung. Abonniert alle Greenie Let's Play. Das ist Green mit einem I und dann Let's Play hinten dran, Leute. Bester Kanal. Sag ich euch. Empfohlen von mir. Und von dem anderen. Von Zwerg fürs LP. Okay. Könnt gerne mal vorbeischauen. Vielleicht ist er wirklich ein guter Let's Player. Cool. Gibt's ja auch viel zu viele Leute, also so gute Let's Player, die einfach untergehen. In YouTube. Ist ja auch so, weil der Market ist ja oversaturated hier am Bean. Und wenn man da nicht jeden Tag mindestens 2 10-Minuten-Videos hochlädt, die ultra-edited sind, dann kommt man nicht durch. Und man hat die Zeit nicht, wenn man nicht groß genug ist und das als Hauptberuf machen kann. Und deswegen bleibt man als Player dann immer klein. Das ist natürlich scheiße. Aber eventuell sollte man dann sich was überlegen, dass man etwas Eigenes macht. Beziehungsweise etwas macht, mit dem man sich auf jeden Fall stark von der Masse abhebt. Also, wo man wirklich sagen kann, ah, kennst du den, der macht doch das und das. Weil wenn du jetzt sagen würdest, hey, kennst du Green Let's Play, der macht coole Let's Plays. Ich, cool. Was für Let's Plays? Welches Spiel? Keine Ahnung. Wenn du dich auf irgendwas spezialisierst und das sehr, sehr gut kannst, oder wenn du sowas wie Videogame Donkey bist, der einfach nur übelst krasse Videos macht, die mega lustig sind, dann, ja, ne? Du musst dir halt irgendwie einen Namen machen mit irgendwas Besonderem. Und das schaffst du alleine, glaube ich, sowieso nicht, mit Kollaborationen irgendwie mal. Wenn du halt was richtig Cooles machst und dann niemand auf dich aufmerksam wird. Dich muss ja keiner pushen, absichtlich, sondern reicht ja schon, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein richtig cooles Video sehe, dann teile ich das auf YouTube und wenn das dann mehrere Leute teilen, dann kommt das dann nach und nach. Muss halt irgendwie auffallen. Genau. Juhu. Ich hau jetzt mal ab, Leute, ne? Nur pusht euch, Titel des Livestreams. Ja, nee, das mit dem Pushen, das hatten wir ja schon hinter uns, das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht im Livestream. Einfach, weil es lustig war. Sollte aber auch nicht zum Habit werden hier bei uns. Gut, ich würde sagen, nichts mehr nächstes Mal. Ich gönn's eigentlich jedem, gepusht zu werden. Aber ja, da muss halt erstmal so eine Grundbasis da sein. Es muss halt schon so ein Kanal sein, der da auf jeden Fall schon immer Videos gemacht hat, ne? Egal. Gut. Ich hau jetzt mal ab, ne? Ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn Paint fertig ist wieder, weil dann kommt das nächste Video. Das ist nämlich der Paint-Download. Und ja, beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ich hab euch ganz zu lieb und ne, immer anschnallen. Wichtig. Bis dann.